So, hallihallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space. Heute habe ich mir fest vorgenommen, das Spiel durchzuspielen. Es wird bestimmt wieder nicht klappen, aber ich gebe mein Bestes. Und zwar sind wir auf diesem verunglückten Schiff, was die Ishimura heißt, glaube ich. Ja genau, die Ishimura gerammt hat. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir hier wollten. Einmal kurz im Journal schauen. Wir wollten... Okay, einen Singularitätskern finden. Was auch immer der kann und tut und... Genau, und... Mal schauen... Ah, mir scheint hier gerade die Sonne so ein bisschen auf dem Bildschirm drauf von der Seite. Ist ein bisschen nervig. Heiliger! Mach einen Abgang. Hä? Okay. Es geht gleich wieder dreckig ab. Machen wir einmal kurz einen Waffenwechsel. Oh, heiliger Bimbam. Oh, Gott sei Dank gibt's euch auch noch, ey. Fuck, 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 da oben. Oh. Da kommt noch mal so einer. Ah. Fahr ab, du sollst abfahren. Ich lade nicht nach. Heiliger. Boah. Alter. Was, du lebst noch? Alter, wollt ihr mich verarschen? Das ist nun mal gut hier, ganz ehrlich. Ich bin fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Und ich schieße daneben. Ah, 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 aua. Fuck. Ich treffe den einfach nicht. Der ist so abartig schnell. Nein! Oh! Fahr ab, fahr ab, fahr ab, fahr ab! Okay. Ich habe keine Medipacks mehr. Wirklich? Ja. So, wir beginnen die Aufnahme ganz klassisch wieder mit einem Fail. Und ich mache diesen Lautstärke mal ein bisschen leise hier von meinem Ohr. Ich drehe echt fast ab hier, wenn dieses so lautes Spiel. Ich muss auch immer bei den Aufnahmen drehe ich die Spiellautstärke immer, ich weiß nicht, teilweise auf 15% runter. Ich würde es ja auch gern hier regeln, aber dann habe ich nachher wieder hier mitten in der Aufnahme irgendwelche Lautstärkeänderungen. Das ist dann immer zum Rendern ein bisschen scheiße. So. Jetzt höre ich gar nichts mehr, das ist auch gut, aber so ein bisschen was wäre nicht so schlecht. Haben wir tatsächlich kein einziges Medipack mehr? Oh mein Gott. Ja, das ist ja ganz großes Kino. Dafür habe ich Munition ohne Ende. Das ist natürlich super. In dem Fall... probieren wir es einfach nochmal. Wenn es dann nicht klappt, dann muss ich zurück und... vorausgesetzt, wir haben die Kohle dafür. Würde ich dann... gucken, dass wir noch ein Medipack kaufen im Shop. So, dann komm mal ran. Man sieht die, ich sehe auch gerade echt ziemlich wenig, weil diese scheiß Sonne hier. Wenn ich also das gegen Sonne habe, ist ja super, dass endlich der Winter vorbei ist. Der war jetzt ja wirklich lang genug. Aber heiliger Bimmann, bleib einfach weg von mir, du elendes Drecksviech. Heiliger Bimmann. Fuck. Alter, geh weg, geh weg. Mach einen Abgang, fahr ab, fahr ab, fahr ab, fahr ab. Lass mich, lass mich, lass mich. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht weg. Wo hänge ich denn? Hallo? Ah. Alter, das Spiel macht mich echt wahnsinnig, ey. Fick dich. Nochmal so einer, nee, ist klar.
Alter, das ist der vierte, der wollte mich eigentlich verarschen. Der weicht meinen Schüssen aus. Dieses verfluchte Dreckspiel, echt. Da ist ein Medipack, da ist ein Medipack, da ist ein Medipack. Aufheben, 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 aufheben. Oh. Okay, jetzt muss ich den Spasti da oben noch. Wo ist er denn? Mach's tot, mach's tot, mach's tot, mach's tot, mach's tot. Okay, Ruhe. Hallo, hallo. Alter. Da kommt nochmal so einer da hinten. Bums. Heiliger Bimbam. Ich höre schon wieder Geräusche. Heiger. Fick dich. Wo? Das Spiel macht doch ungemein aggressiv. Ich habe nie so viel geflucht im Let's Play wie hier. Und es ist einfach gerade so dunkel. Und wieso ist es zu? Wo dich da rein? Oder wo dich nicht rein? Wir brauchen ganz dringend Medipacks. Ich brauche keine Munition, Mann. Ich brauche Heilung. Hä? Da. Ne. Ah, da. Okay, haben wir nochmal eins gefunden. Ah, wie mache ich das mit der Sonne? Ich will jetzt hier nicht den Rollern runterlassen. Das ist voll Assi-Style. Bei dem schönen Wetter drin zu sitzen, ist eh schon eine Schande. Aber ich habe gerade Zeit und kann auch jetzt mal ein bisschen rumbrüllen, weil sonst niemand zu Hause ist. Letztes Mal musste ich immer so ein bisschen flüstern und jetzt kann ich mal wieder hier meiner Rage vollen Lauf lassen. Wie viele Viecher hier rumschleichen, das ist nicht euer Ernst. Hey, ich sehe fast nichts, das ist echt der Wahnsinn. Na dann, komm mal ran. Beim Knubbel da. Lockdown aufgehoben. So, sind alle Römer weg? Einmal hier. Jetzt sehr viele möglich. Verschlusssache. Priorität schwarz. Von Chief of Staff. Earth Defense. An Commander Cadogan oder sowas. Operation White Light. Schauplatz. Aegis-System. Planet wird nachgereicht. Zielsäuberung. Bla bla bla. Schiff. Können wir runterscrollen oder so? Ah ja, hier. Schiff Ishimura verstößt gegen Befehle der Regierung. Sie sollen einen Marker 3A geborgen haben. Special Ops hat System bestätigt, konnte aber keine Planetenkoordinaten zur Verfügung stellen. Special Ops empfiehlt Vorsicht. Wenn Marker 3A oder R, ich glaube es ist ein A, 3A geborgen wurde, wäre eine Infektion durch tödliche Organismen eine wahrscheinliche Gefahr. Setzen Sie den Schockantrieb zum Aegis-System ein, geben Sie sich an eine Position außerhalb der lokalen Ortung und warten Sie auf ein Signal der Ishimura zur Bestätigung der Koordinaten. Die wurden also geschickt, um uns im Prinzip, ja, um zu checken, was bei uns so geht. Das ist natürlich interessant. Deswegen waren die auch so stark bewaffnet, wie wir das letzte Mal erfahren haben. Wir können jetzt das große Medipack und ich habe voll viel Kohle. Dafür kaufen wir, glaube ich, mal Medipacks, wenn wir noch Inventarplatz haben dafür. So, am besten die mittleren. Ja. Habe ich denn noch was ich verkaufen kann? Zum Beispiel sowas hier. Oh, frag mich 20.000, ob ich es verkaufen will. Ja, ich will es verkaufen. Luftkanister, den brauche ich auch sowas von überhaupt nicht. Okay, die Munition lassen wir auch mal lieber, bevor wir nachher wieder Munitionsmangel haben, was jetzt ja schon häufiger vorkam. Und dann geht nochmal hier ein bisschen, na? Hm, ich find's nicht, ich bin der Tobi. Da. So. Jetzt aber, jetzt haben wir da ausreichend gleich mal eins zu Gemüte führen. Heiliger, wie wenig das nur noch heilt.
Wir haben auch mittlerweile echt richtig viel Leben. Okay, da löse ich dich durch. Jetzt gehe ich einmal noch da oben durch die Tür. Ordnung muss sein. Ach, hier ist auch noch was. So. Oh, ich laufe da fast rein. Du bist zu, das finde ich gut. Beziehungsweise nicht. Weil wir wollen ja alles hier erforschen. Das heißt, wir gehen jetzt auch mal durch die Tür. Vielleicht gibt es da noch ein Werk. Ja, hammermäßig. Bin ich da gerade eben schon durchgelaufen? Ich weiß nicht. Es sieht doch eh alles gleich aus hier auf den Schiffen. Und... Ah. Nee, du warst... Das, dich, Andi, doch. Dich wollte ich mitnehmen eigentlich. Hallo? So, also die Steuerung in dem Spiel, die verstehe ich auch immer noch nicht so ganz. Die ist teilweise ein bisschen anstrengend. Da bin ich froh, wenn ich dann mal wieder was anderes spielen kann, weil die nervt mich richtig. Im Menü ist ganz schlimm. Diese Maus da, die ist da so träge und... Oh je. Psycho-Scheiße! Die ist da so träge, man trifft teilweise die kleinen Felder schon gar nicht. Also, weil die so verzögert kommt, ich weiß auch nicht. Vielleicht liegt das bei mir am Betriebssystem oder an irgendwelchen anderen Einstellungen, ich weiß es nicht. Ah, mein Gott, ich sehe einfach fast gar nichts, ey. So. Ja, sicher will ich speichern. So, wer hat das hier rumgestöhnt schon wieder? Bei dir alles, alles locker, oder? Gold! Credits, was auch immer. Na? War das ein Mensch? Er sah noch menschlich aus. Ups, auf jeden Fall. Na komm. Wir haben das letzte Mal auch noch über so eine Videonachricht. Irgend so ein Kerl, der hat uns irgendwie kontaktiert bezüglich, ich weiß gar nicht mehr, was er wollte. Ah doch, genau, er wollte, dass wir diesen, den Marker, verdammt, dass wir den Marker unbedingt auf den Planeten zurückbringen müssen, weil sonst wahrscheinlich der Planet keine Ruhe geben wird, so waren seine Worte. Das heißt, vermutlich ist es nicht damit getan, hier zu flüchten, sondern wir werden wohl auch heldenhaft, Alter, in der Ecke sehe ich einfach gar nichts. Ich kann mal ein bisschen den PC drehen, vielleicht bringt das was. Dadurch, ja. Ja genau, das heißt, wir müssen wahrscheinlich nicht nur von hier flüchten, sondern vielleicht sogar noch... ...den Marker wieder zurück auf den Planeten bringen, damit Ruhe ist. Okay, den kann ich alles nicht mitnehmen, weil ich so viel Munition habe. Super. Okay, dich nehme ich mit. Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, was meine Lieblingswaffe ist. Einerseits dieser Plasma-Cutter hier, der kann schon ziemlich viel. Der ist halt schön, wenn man ganz gezielt auf die Entfernung Zeit hat, zum die Gliedmaßen abtrennen. Andererseits dieser, heißt der aber Plasma-Cutter? Schon, oder? Ich weiß halt gar nicht, wie das Scheißteil heißt. Auf jeden Fall der andere, diese komische Armbrust, die ist natürlich sehr schön, wenn man in großen Kämpfen, hier hat's nichts mehr, gut, in großen Kämpfen schnell irgendwie mehr Reden ausschalten will. Dann kann man eben damit, muss man nicht so genau zielen, trifft trotzdem ganz gut. Von daher finde ich den auch ziemlich geil. Aber da ist eben, ja, der... Es dauert, es ist halt immer ziemlich munitionsintensiv, das Ganze.